arbeiten könnten, kotzen. Dieses verdammte Scheißpack. Sieh dich da oben in der Nordstadt in Dortmund. Da vergeht dir alles. Wenn du da eine Freundin hast und die will ich abends besuchen kommen, dann musst du die an der Bahn abholen. Die kannst du nicht ruhigen Gewissens alleine da rumlaufen lassen. Zum Kotzen ist das Drecksack. Die meisten kommen ja nur hier hin, um Frauen zu belästigen und zu klauen und betteln. Arbeiten können die nicht. Jetzt können sie auch zu Hause arbeiten. Nee, die kommen alle hier hin in unser schönes Deutschland und ficken unsere Weiber und arbeiten in unseren Fabriken. Und wir müssen uns einen runterholen und auf einmal nach Hartz IV fragen. Die kacheln im dicken Mercedes durch die Stadt und ich fahre ein Auto, das aussieht wie aus Lego-Technik zusammengebaut. Da stimmt doch was nicht. Aber wie, du sagst was, dann bist du gleich. Ich sehe das nicht ein. Ich halte nicht mehr meine Fresse. Ich stehe jetzt auf und nenne das Problem beim Namen Dreckspack, sage ich. Schmarotzer, sage ich. Ich stehe auf und ich sage es jetzt hier ganz deutlich. Diese verdammten Schweizer und Österreicher sind unser Untergang. Ja, da könnt ihr mich hassen und angreifen, aber ich sage wenigstens, wo das Problem liegt. Diese verfickten Schweizer. Bei mir vor der Tür, jeden Tag, jede Woche, immer das Gleiche. Ich gehe raus aus dem Haus und da stehen sie in ihren Outdoor-Klamotten. Jack Wolfskin. Wie die schon rumlaufen. Angst kriegt man da. Und immer in Gruppen. Immer in Gruppen. Alleine trauen die sich irgendwo hin. In ihren Outdoor-Klamotten stehen sie da zu viert oder fünf vor meiner Bude, am Kiosk an der Ecke. Dann sprechen sie laut in ihrer seltsamen Sprache, die keiner versteht, und fressen den ganzen Tag Toblerone. Den ganzen Tag! Arbeiten muss keiner von denen. Die verkaufen wahrscheinlich mehr Toblerone an Kinder. Ich meine, ich habe als Jugendlicher auch schon mal Toblerone probiert. Aber das an Kinder zu verkaufen, wer weiß, was die denen noch so andrehen, quatschen nicht von der Seite an in ihrer komischen Sprache. Das hört sich an, als müsste sie gleich übergeben. Ekelhaft, das ist zum Kotzen. Dann hängen sie überall noch ein I hinten dran. Schoki, Papierli. Die sind doch krank. Dreckspack, kommt hier hin und nimmt uns die Tür und die Arbeit weg. Mann doch. Und die Weiber. Wenn sie nicht den ganzen Tag Schoki verticken. Die sind alle gleich, man kann gar nicht mehr auseinanderhalten, ob das mit Schweizer oder Österreicher sind, alles gleich. Anstatt sich anzupassen und mich mal zu integrieren, dann macht man unter sich wohl wilde Ghettos, immer schön unter sich bleiben, Terror und Hass verbreiten in Deutschland. Die scheiß Österreicher, die sind nicht besser. Letztens erst wieder am Nordmarkt in Dortmund, da sitzen sie rum den ganzen Tag, während ich mal losgehe, lassen sich dann die Schluchten scheiße die Sonne auf den Arsch scheinen. Geht man da vorbei mit seiner Frau und dann rufen die einen hinterher. Oh, schaut euch mal den Beefcorn an. Das gerade die für die Orgel mal ausführen, ne? Und wenn du da was sagst, dann kriegst du auch was auf die Fresse von dem. Ich verstehe nicht mal, was der da genau sagt, aber am Ton hört man schon, dass das nichts Nettes sein kann. Dreckspack. Als wir in den 70ern die ersten Gastarbeiter aus Holland hier hingeholt haben, das war ja noch okay. Ja, obwohl die sich ja mittlerweile auch vermehrt haben wie die Ratten. Die sollten nur ein paar Jahre hier arbeiten, dann wieder abhauen und jetzt haben die überall Reisebüros und Frikandelbuden. Aber das waren wenigstens noch Arbeiter. Ja, die haben bei Hirsch und bei Kruppmann hoch und die haben Arbeiten gemacht, die sonst keiner machen wollte. Die waren nie krank und sehr belastbar. Eine gute Mischung an sich, der Holländer. Aber die Österreicher und vor allem die verlausten Schweizer, die sind für nichts zu gebrauchen. Reine Parasiten. Ich drehe durch, wenn das so weitergeht. Was die sich erlauben, die Affen. Letztens hat hier um die Ecke wieder so ein österreichisches Kaffeehaus aufgemacht. Der Besitzer ist aus der Steiermark. Bergösis nennen die Wiener das. Das sind selbst in ihrer Heimat Menschen zweiter Klasse. Was wollen wir hier mit denen? Oder nächsten Monat wird in Dortmund eine neue Schweizer Schokoladenfabrik eingeweiht. Als ob es davon nicht schon genug geben würde. Musst du dich mal vorstellen. Versuch das mal bei denen. Wenn du da in der Schweiz ein deutsches Café eröffnest, dann würden die das anzünden und ich öffne mich auf dem Marktplatz aufhängen. So läuft das bei denen. Aber was machen wir? Willkommenspartys. Suppenküchen. Mein Cousin ist jetzt 25 Jahre alt, lebt von Hartz IV und obwohl er am selben Brief hat, weiß er nicht, woher er Geld für die Weihnachtsgeschenke seines 5-jährigen Sohnes nehmen soll. Das spendet niemand. Wird es keine Menschen kennen. Aber dann eine Feier für die Schweizer, der Suppenküche von meinem Steuergeld. Aber wie du sagst was, dann bist du, ach, kann man nur noch den Kopf schütteln. Ändern kannst du eh nichts mehr. Man muss in deinem persönlichen Umfeld für normale Bedingungen sorgen. Die Bereiche säubern, die du selbst noch kontrollieren kannst. In unserem Haus wohnt kein Schweizer und kein Österreicher. Und das wird auch so bleiben.
Und wenn meine Tochter mit so einem nach Hause kommt, dann stecke ich ihm seine Toblerone in den Arsch und schmeiße ihn hoch und raus. Aber das kriege ich nicht auf. Bringt ja eh nichts. Ich kaufe nur noch Schokolade aus den USA. Meine Uhren sind von Glashütte aus Deutschland. Und Milka, Schweizer Taschenmesser, Almdudler, Nespresso und der ganze fremdländische Scheiß, der kommt mir nicht in die Bude. Das ist mein gutes Recht und das wird man ja auch noch sagen dürfen. Dankeschön.